Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TDU City. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir unter Firefox ab der Version 57 und höher einstellen können, dass unsere Tabs hier unten wieder sind und nicht hier oben. Vorher ging das mit einigen Add-ons ganz ohne Probleme. Das ist momentan zurzeit noch nicht möglich, allerdings kann man das Ganze über ein einfaches Skript ganz schnell abändern. Hier der Vorher-Nachher-Effekt, momentan sieht es so aus. Lass den Firefox mal noch kurz offen. Jetzt müssen wir uns in unser Profilverzeichnis begeben. Hierfür suchen wir in der Windows-Suche nach %AppData%. Also gehen wir in den Roaming-Ordner unseres derzeitigen Benutzerprofils, navigieren uns hier in Mozilla, Firefox, Profiles, wählen unser Profil aus, mit welchem wir den Firefox verwenden. Wenn nur ein Profil da ist, gibt es nur diesen einen Ordner. Nun müssen wir einen neuen Ordner erstellen, falls er nicht schon vorhanden ist. Dieser nennt sich Chrome. Angenommen, er wäre nicht da gewesen, mache ich einen Rechtsklick hin, sage Neu, Ordner und nenne den Chrome. Bestätige das Ganze einmal, navigiere mich in den Ordner Chrome hinein. Hier müssen wir nun erstmal eine Einstellung treffen, sonst funktioniert das nächste nicht. Hier gehen wir auf Ansicht, hier Optionen, Ordner und Suchoptionen ändern. Hier nochmal auf den Reiter Ansicht geklickt. Und nun müssen wir hier Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden. Einmal ins Kontrollkästchen klicken, dass der Haken verschwindet. Bestätigen mit OK. Jetzt werden uns die Dateiendungen nämlich angezeigt. Als nächstes können wir hier einen Rechtsklick einfach reinmachen, sagen Neu, Textdokument. Können hier alles entfernen, da wir gar kein Textdokument erstellen wollen. Und dieses nennen wir jetzt nämlich user-chrome.css. Bestätigen hier einmal mit Ja. Können unsere Datei hier verändern, zum Beispiel mit dem Notepad++. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es im normalen Editor auch funktionieren würde, wahrscheinlich schon. Hier müssen wir jetzt Folgendes eintragen, das habe ich hier im Editor genialerweise abgespeichert schon. Steht natürlich auch in der Videobeschreibung nochmal. Also kopiere ich das Ganze einfach einmal, füge es hier dann in unsere Datei ein. Mit STRG C und STRG V oder einfach alles markieren. Rechtsklick kopieren und Rechtsklick einfügen. So wird das Ganze natürlich auch funktionieren. Als nächstes abspeichern, auf die Diskette klicken oder STRG S. Dann sind wir hier auch schon fertig. Das muss ich nicht speichern. Das hier kann ich auch wieder schließen. Hier nochmals der Vorher-Nachher-Effekt. Momentan sieht der Firefox so aus. Starte ich den jetzt neu, also schließen. Nochmal neu starten. Sehe ich, zack, meine Tabs nach hier unten gewandert. Das einzige Problem, welches wir haben, ist, dass unsere Lesezeichen momentan noch hier oben sind. Das Ganze kann man zwar über die Firefox-Einstellungen selber noch ändern, allerdings überlebt es einen Neustart bisher noch nicht. Wenn es dazu irgendein Update gibt oder wie das auch dann anders eingestellt werden kann, dass das Ganze hier unten bleibt, gibt es natürlich auch nochmal ein Update dazu. Gut, so viel dazu. Bei weiteren Fragen auch in die Kommentare damit, für die Leute, die kein YouTube- bzw. Google Plus Account haben, schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr es in meiner Facebook- und Twitter-Seite, dort könnt ihr auch sehr gerne Fragen stellen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!